Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo, hallo, liebe Community. Wir müssen mal ein bisschen quatschen hier. Und zwar, ihr eine oder andere wisst ja noch, ich hatte die Telegram-Gruppe. Und ja, ist mir dann alles ein bisschen zu viel geworden. Und blablabla. Und ja, jetzt Resultat ist, ja, ihr wart ja eh nicht so erfreut drüber, dass ich die gelöscht habe. Ja, das Resultat ist, dass jetzt viele, die in der Gruppe waren, mir, sag ich mal, persönlich Sachen geschickt haben, Videos geschickt haben oder von ihren Experimenten. Ja, möchte ich jetzt hier mal erwähnen, Manni, Liana und Atze. Nur mal als Beispiel, ne, auch Micha und alle NBNler auf jeden Fall. Dass, ja, jetzt ja Informationen im Endeffekt zu mir kommen, die weiß ich nicht. Ich kann da auch nicht über alles, über jedes einzelne Ding ein Video machen. Ich war auch froh, dass Liana ihr Video selber gemacht hat. Habe ich eigentlich deinen Kanal verlinkt? Oh nein! Es kann sein, dass ich es nicht verlinkt habe, Liana. Warum sagst du nichts? Bitte mich darauf aufmerksam machen auf sowas. Ist mir gerade eingefallen. Ey, ich glaube, ich habe dich nicht verlinkt. Scheiße, egal, mache ich noch. Ja, ich kann halt nicht, wie gesagt, über alles Videos machen etc. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Gruppe doch wieder aufzumachen. Ein Hin und Her und so, ne? Ja, egal. Ich würde euch bitten, dass, ja, schwierig, ne? Dass das versucht mal ein bisschen die Gruppe, ja, keine Ahnung. Haltet die Gruppe am besten selber ein bisschen sauber, ne? Das wäre mir auch am liebsten. Und falls jemand Interesse hat, und vor allen Dingen auch Zeit und Bock, Digga, ich könnte moderatorische Hilfe gebrauchen. Weil das ist echt, keine Ahnung, manchmal bei der einen Gruppe, ne, da waren das, keine Ahnung, da musste ich ja alles lesen und boah, das ist manchmal echt viel. Ne? Ja, wenn da jemand Bock hat, eventuell ab und zu mal moderatorentechnisch ein paar Sachen drüber zu gucken oder so, geht halt nur darum, dass es, wie heißt das, die Etikette gewahrt wird oder ne, dass halt keine Beleidigungen bla oder irgendwas verboten ist oder so ein Scheiß oder irgendwelche scheiß Werbungsmüll, ne, oder Pornorotz. Ja, dass das eben raus ist und so. Also wenn da jemand Interesse hat, ein bisschen mit zu helfen und so. Und dass wir da eben doch wieder eine Plattform haben, da das jetzt mit den YouTube-Kommentaren nicht, naja, gab es ja gewisse Probleme. Ihr wisst ja selber, die eure Kommentare sind egal weg. Bla, ist egal, Digga, ich reg mich da gar nicht mehr auf. Machen wir die Gruppe dafür, da könnt ihr euer Zeug teilen und ihr wisst Bescheid, tschüssi. Jetzt muss man noch einen kleinen Nachtrag machen. Wenn ihr in meine Gruppe kommt, beziehungsweise in die RFF-Gruppe, ist eine öffentliche Gruppe, Jungs. Und ihr müsst in den Einstellungen bei Privatsphäre und Sicherheit alles auf meine Kontakte, vor allen Dingen oben die Telefonnummer. Ne? Weil wenn ihr die Telefonnummer nicht auf eure Kontakte habt, dann kann so ein Bot eben in die Gruppe kommen oder irgendein Klaus, geht dann auf euer Profil und sieht sofort eure echte Telefonnummer. Ne? Wenn ihr das aktiviert, dann sehen nur Leute eure Telefonnummer, die auch eure Telefonnummer haben. Ne? Also die sehen dann euren Nickname, was weiß ich, Günther Renf, sag ich mal. Ne? Und erst wenn ihr die als Freund hinzufügt oder, also ja, ich glaube als Freund hinzufügt oder als Kontakte hinzufügt, dann kriegt er eure Nummer. Also passt auf, wen ihr als Freunde hinzufügt oder wem ihr eure Nummer, welche Nummern ihr speichert und vor allen Dingen die Telefonnummer bei Privatsphäre auf meine Kontakte. Ne? Dann könnt ihr auch in anderen Gruppen, werdet ihr nicht mehr belästigt und so, weil die dann eure Nummer nicht mehr sehen. Ne? Gut, jetzt aber. Tschüssi.